Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf dem Channel von Green Hero. Diese Woche gibt's ein paar Fakten über Kaninchen, die ihr vielleicht noch nicht wusstet. Und für alle, die vorletzte Woche unser Video über artgerechte Kaninchenhaltung verpasst haben, checkt nochmal unseren Channel aus. Und wenn ihr schon dabei seid, aktiviert die Benachrichtigung, damit ihr nichts mehr verpasst. Jetzt aber zu den Facts über Kaninchen. Legen wir los mit einem, den ich sehr süß finde. Und zwar haben Kaninchen eine 360-Grad-Wahrnehmung durch ihr Gehör. Sie können nämlich ihre niedlichen Ohren in alle Richtungen bewegen und so perfekt ihre Umgebung wahrnehmen. Macht ja auch Sinn, ist sehr nützlich für sie als Fluchttiere. Kommen wir direkt zum nächsten Fakt. Apropos Fluchttiere. Die Armen können tatsächlich vor Angst sterben. Wenn sie sich zu sehr erschrecken, kann es passieren, dass sie einen Herzinfarkt bekommen. Deswegen achtet drauf, eure Kaninchen nicht zu sehr zu erschrecken. Und gerade zu Silvester könnt ihr sie ruhig reinholen, falls sie eben draußen leben, und an einen möglichst ruhigen Ort bringen, damit sie von dem Geböller nicht so viel mitbekommen. Dann, ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, aber Kaninchen können nicht spucken. Sie können sich nicht erbrechen. Sprich, es ist super wichtig, dass ihr darauf achtet, dass sie nichts Giftiges zu sich nehmen. Gerade wenn ihr sie in der Wohnung laufen lasst. Alles, was irgendwie angeknabbert werden könnte, bloß weg damit. Ihrem Magen fehlt nämlich die Eigenschaft zur Bewegung. Sprich, das Futter, was sie aufnehmen, das wandert dadurch weiter, dass sie halt immer weiter mampfen. Deswegen ist es auch super wichtig, dass Kaninchen immer ausreichend Knabberzeugs zur Verfügung haben. Denn, nächster Fakt, ihre Zähnchen wachsen einfach ihr ganzes Leben lang weiter. Und zwar wachsen die pro Woche allein bis zu 1,8 mm. Stellt euch das mal vor. Wenn sie dann nichts Adäquates zum Knabbern haben, kann das natürlich zu Zahnfehlstellungen führen. Die wiederum lösen Verdauungsprobleme aus, weil eben das Futter nicht ausreichend zerkleinert wird und dann von den Darmbakterien nicht richtig zersetzt werden kann. Deswegen, für die Gesundheit des Kaninchens, startet den Tag mit Heu. Wenn das Kaninchen sich nun richtig schön wohlfühlt, kann es durchaus mal sein, dass ihr komische Geräusche hört, die so ein bisschen klingen wie Knuspern oder eben Zähneklappern. Das Kaninchen klappert dann auch tatsächlich ganz leicht mit den Zähnen, um eben zu zeigen, hey, mir geht's super, ich fühle mich richtig wohl. Deswegen macht euch da keine Sorgen, ist ein gutes Zeichen. Das war's erstmal mit den Fun Facts über Kaninchen. Falls ihr noch irgendwelche super lustigen, skurrilen Fakten habt, die nicht mit dem Video sind, ab in die Kommentare damit. Ich freue mich drüber. Und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Passt alle schön auf eure Fellnasen auf und lasst es euch gut gehen. Bis dann, ciao!